Tachchen, Freunde der lebenswichtigen Internet-Challenges oder so ähnlich. Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tanky Online. Heute sind wir mal wieder auf meinem wunderschönen mittleren Account unterwegs. Newsterium-StarLP. Ja, wie man hier schon hören kann, oder wie, also, ne, wie ich das hier gerade wunderschön angesprochen habe, geht es heute um die wichtigsten Internet-Challenges, die so in den letzten Jahren aus den Löchern gekrochen kam. Und falls ihr es noch nicht wisst, ich will das hier einfach mal zum 100.000. Mal, nein, eigentlich zum zweiten Mal, aber ist ja auch egal, wiederholen. Ich habe Instagram, also falls ihr mich da auschecken wollt oder so. Na, irgendwie muss man ja die Leute dazu bringen, dass sie einem folgen, weil das Leben auch so interessant ist von mir. Naja, wie dem auch sei. Ach so, und Twitter habe ich auch noch, ja. Alles habt ihr in der Beschreibung. Wenn ihr unbedingt mich stalken wollt, könnt ihr das auf diesem Wege tun. So, ansonsten habe ich hier Hunter am Start, weil ich heute schlechte YouTuber jagen wollte. Okay, gut, lass stecken. Ich komme morgen wieder. Auf jeden Fall. Ja, nee, jetzt aber mal wirklich. Ich saß heute so in der Bahn und dachte mir so, boah, mein Gott, ne? Was ist denn eigentlich hier los, ja? Irgendwie, der Kollege schlägt einen Typen da zusammen und alle rasten irgendwie aus. Da denke ich mir auch so, meine Fresse. Der Schlag ging ja sogar in die Fresse. Eieiei, witzig, ne? Ja, auf jeden Fall dachte ich mir so, ey, wieso übertreiben die Leute heutzutage schon wieder so, ja? Meine Güte, da hat der Kollege dem Typen einfach aufs Maul gegeben, weil er an seine Brille wollte, ja? Ja, also ich meine mal, würde jetzt einer bei mir irgendwelche Sachen einfach mal ungefragt nehmen oder so, ne? Würde ich mir jetzt auch so denken, ey, Kumpel, ne? Muss jetzt nicht sein. Ob ich dem Typen gleich in die Fresse gehauen hätte, er steht auf einem anderen Blatt. Aber das jetzt, das irgendwie, das in allen Zeitungen, Online-Blättern und sonstigen Mist steht, Kollege schlägt Fan zusammen, Anzeige und auf einmal sind alle Qualitätsmedien, ja, wenn sie sich schon so bezeichnen als Leitmedium, Qualitätsmedium, whatever, als irgendwas, ja, und dann machen sie alle bei solchen Themen Bildschlagzeilen, ja, Kollege schlägt Fan zusammen oder schlägt Fan nieder, was auch immer, als hätte der Typ ihm irgendwie so minutenlang in die Fresse geboxt oder so, ja, Alter, die Leute übertreiben wieder so. Natürlich, man hätte hier nicht gleich so eskalieren müssen, ganz klar, aber ich weiß auch nicht, was der Typ beispielsweise zu Kollege gesagt hat, ne? Weil der hat sich ja erstmal zurückgehalten, ja, also er hat ja nicht sofort zugeschlagen, sondern hat erstmal ganz kurz gewartet. Ich weiß nicht, vielleicht hat der Typ zu Kollegen noch irgendwas gesagt, was ihn dann wiederum, ja, dazu veranlasst hat, so zu eskalieren, ne? Wer weiß, wer weiß, wer weiß, aber ist ja auch egal. Kommen wir mal zurück zu den Challenges, die, wenn da wieder eine Challenge ist, die wird ja auch dann durch alle Medien dann gehen und gehypt werden. Das ist so wie mit diesen komischen Killer-Clowns, und das ist echt... Das kannst du 100.000 Mal sagen, ja? Alle regen sich dann so darüber auf. Oh nein, das geht ja nicht, dass irgendwelche Leute auf die Idee kommen, draußen in einem Clownskostüm Leute zu erschrecken. Ja, und was macht man? Man sagt, nee, 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 das darf man nicht. Wenn man das zu Kindern sagt, nee, 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 dann darfst du das nicht, dann machen sie das. Ja, aber hey, immerhin, man kann dann 100.000 Mal über dasselbe Thema berichten, weil das ja immer wieder Leute gibt, oder weil das Thema ja immer wieder neue Leute findet, die das unbedingt ausprobieren wollen, ne? Macht man halt ein bisschen Cash um die ganzen, nennt man das Journalisten? Um diese Leute, die etwas in solche Online-Dinger reinschreiben, bezahlen zu können. Naja. Ist ja auch egal, so. Aber dann saß ich heute so in der Bahn und dachte mir so, ja, was gab's denn eigentlich? Und da habe ich mal überlegt, welche Dinger fand ich eigentlich irgendwie komplett unnötig, scheiße oder sonst was. Wenn ihr irgendwelche Challenges habt, die mir jetzt nicht spontan eingefallen sind und so in den, sagen wir mal, letzten 2-3 Jahren oder so gehypt waren oder was weiß ich, so in der Richtung, ne? Könnt ihr sie mal gerne reinschreiben. Vielleicht kann man dann so eine Art Best-of machen oder so ein Mist. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, weil ich meine mal, ich bin auch nicht immer so in den Trance und da sind wahrscheinlich 100.000 Challenges an mir vorbeigegangen. Mir fällt gerade so spontan irgendeine komische Challenge ein, wo Frauen eine Cola-Dose zwischen ihren Brüsten hatten. Ich weiß jetzt nicht genau, was der tiefere Sinn dahinter war, aber ich würde sagen,
eine gute Produktplatzierung für dieses sogenannte Erfrischungsgetränk. Naja, so. Die erste Challenge, die mir dann aber eingefallen ist, wo ich mir so dachte, muss denn der Scheiß jetzt unbedingt sein? War diese Don't Judge Me Challenge oder so ähnlich? Oder weiß ich jetzt nicht, wie die Video jetzt hieß. Ich glaube, naja, wo irgendwelche Leute, meist irgendwelche, ich würde mal sagen, so 0815 Amateur-Instagram-Facebook-Models, ja, ob männlich, weiblich, spielt da keine Rolle, die irgendwie auch schon wieder irgendwas vermitteln wollten, in irgendeiner Art und Weise, wo ich mir so dachte, ja, okay, das ist jetzt von mir aus akzeptabel, aber halt bitte die Fresse. So nicht, Kollege. Spaß. Ja, auf jeden Fall, falls ihr das nicht mehr wisst, was war denn das überhaupt, ne? Weil heutzutage sind die ja so schnelllebig, du. Montag sind sie noch angesagt und wenn du nicht weißt, was das ist, dann wirst du ausgelacht. Oh mein Gott, du kennst das nicht. Und am Freitag sagst du, ich habe mir dazu mal was angeguckt und die Leute, was? Hä? Was ist denn das denn jetzt mal gewesen? Ja, das war doch am Montag in. Ah, ach so, was war denn Montag? Ist das ein Wochentag oder ist das so schon wieder der nächste Trend? Ja, so oder so ähnlich. Auf jeden Fall, die Videos kann man wahrscheinlich relativ kurz beschreiben. Irgendwelche Instagram-Facebook-Models, die sich so denken, ja komm, also wenn ich nicht flachgelegt werde für einen Modelvertrag, dann muss ich das auf eigene Faust machen. Fisting bekommt da eine ganz neue Bedeutung. Meine Güte, ich hab's heute aber richtig drauf, ne? Ich merk schon, ich blühe heute so richtig krass auf. Meine Güte. Auf jeden Fall zeigt man sich irgendwie so hässlich, indem sich irgendwelche Instagram-Models beschissen schminken und so tun, als wären sie die hässlichsten Personen auf Erden. Und dann, wusch, kommt so ein kleiner Schwenker oder irgendwie so ein Lichteffekt oder sonst was. Und auf einmal fliegt der E.T. nach Hause. Na gut. Achso, da steht der Kollege. Auf jeden Fall. Und dann gibt es halt einen Schwenker und dann kommt auf einmal so eine richtig hübsche Person und voll geschminkt. Und dann kommen diese Fickerblicke auch noch, diese Model-Fickerblicke oder so. Ich weiß echt nicht, also, das ist jetzt einfach mal mein Begriff dazu. Model-Fickerblicke, ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Irgendwie so Mund halb auf, wo du dir so denkst, alter Junge, jetzt sabber mal nicht, oder Mädel, oder ja, je nachdem, ja. Und irgendwie die Augenbraue hochgezogen und so, nee, ihr wisst schon, diese typischen Modelblicke, ja. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Und was soll mir das dann sagen, ja? Was ist denn jetzt der tiefere Sinn dahinter? Jetzt werden natürlich Leute sagen, ja, das machen sie, um zu zeigen, dass es nicht auf das Äußere ankommt, sondern auf die inneren Werte. Auf die müsste man mal mehr Wert legen oder so ähnlich. Und wenn man sich das aber dann mal genauer anguckt und mal das Ganze hinterfragt, ja, wer macht es? Irgendwelche Instagram-Models, ja? Die sich als die schönste Person wahrscheinlich bezeichnen und so tun, oh mein Gott, du siehst voll hübsch aus heute. Nein, du siehst voll hübsch aus. Oh mein Gott, du bist die Hübschere. Nein, du. Halt die Fresse. Solche Leute machen das, ja, irgendwie. Die eigentlich mit Hässlichkeit irgendwie so nichts am Hut haben, weil sie gute Gene haben oder weil sie oft unter Messer waren, ja. Die machen sowas. Nicht um zu zeigen, dass es nicht auf das Äußere ankommt. Nee, genau das Gegenteil. Die wollen hier unbedingt zeigen, wie geil sie aussehen. Ja, und dann verpacken sie das in irgendein soziales Scheißding. Nur um selber zu zeigen, wie geil sie sind und wo man sich so denkt, boah, Alter, die nehme ich heute noch richtig hart. Ja, Faustschlag. Gut, lassen wir das mal, meine Güte. Geiler Tourauftakt auf jeden Fall. Wo man sich so denkt, Alter, was soll denn der Mist? Das ist so, als würdest du irgendwie bei einem, als würdest du sowas ähnliches mit Rollstuhlfahrern machen, die Don't Rollstuhl Me Challenge oder sowas. Richtig geil, ne? Der ist auf jeden Fall der Name, Copyright. Eingetragenes Markenzeichen von sowieso. Ne, auf jeden Fall, wo du so 10 Sekunden zeigst, wie blöd das Leben in einem Rollstuhl ist, weil du beispielsweise keine Treppen in einem Rollstuhl so steigen kannst, ne? Klar.
Dann zeigst du sie 10 Sekunden, oh, voll blöd in einem Rollstuhl. Und dann springst du aus diesem Rollstuhl raus mit einem Backflip und machst dann auch noch einen Breakdance und zeigst du, ja, wir sollten uns freuen, dass wir gehen können. Ah. Da wird sich der Rollstuhlfahrer auch so denken, oh ja, das war auf jeden Fall ein wertvoller Beitrag für mehr Gerechtigkeit auf Deutschlands Straßen oder so ähnlich. Ja, oder als würdest du so 10 Sekunden alles verschwommen zeigen oder so, ne? Alles nur mit ein bisschen Konturen oder so, als wärst du halt mehr oder weniger vollständig, fast vollständig blind, ja? Oder, und dann auf einmal zeigst du so eine Blumenwiese, wo man sich so denkt, alter Junge, hat der Typ jetzt einen LSD-Trip, um dann irgendwie zu zeigen, wir sollten uns freuen, dass wir Farben sehen können und dass wir überhaupt sehen können. Uah! Warte mal, den Leuten, ja, die, sag ich mal, irgendwelche Verbrennungen im Gesicht haben oder Schnittwunden oder einfach nicht so schön aussehen, ja, was bringt es denn den Leuten oder die halt eben körperlich behindert sind, ja, was bringt es denn den Leuten, wenn irgendwelche Leute auf Facebook oder Instagram meinen, die würden jetzt was richtig Sinnvolles tun, indem sie ihre Schönheit oder ihren Körper präsentieren und damit zu zeigen, es kommt ja nicht auf die Schönheit an, aber wisst ihr was, ich präsentiere euch mal, wie geil ich bin und wie heiß ich aussehe, aber darauf kommt es nicht an, nein, um Gottes Willen, es kommt auf die inneren Werte an, aber schaut euch mal mein Gesicht an, also wenn ihr darauf nicht wichsen wollt, dann habt ihr auf jeden Fall was falsch gemacht. Ja, so oder so. Also jetzt nicht unbedingt bei mir, aber ich stehe jetzt nicht drauf, wenn... ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist so, als wären irgendwelche like-geilen Seiten auf Facebook, die so Kommentare oder Postings verfassen, so, dieser Hund wurde ein Dreivierteljahrhundert lang von seinem Besitzer geschlagen, ihm wurden jeden dritten Tag die Beine abgehackt, dann wieder rangenäht und dann wieder abgehackt und der hat nur irgendwie die Scheiße vom Besitzer die ganze Zeit gefressen und jetzt like, wenn du diesen Hund besser behandeln würdest. Oh ja, das wird dem Hund auf jeden Fall helfen, ne? So 100.000 Likes auf diesen Beitrag, ja, dem Hund ist geholfen, ne? In Afrika verhungern oder verdursten täglich irgendwelche Kleinkinder und so weiter und so fort. Like, wenn du den Kindern einen Liter Wasser spenden würdest. 100.000 Likes. Ja, Menschenskinder. Also, die afrikanischen Kinder werden sich freuen, ne? 100.000 Likes auf so einen Post. Meine Güte, jetzt haben sie was für die Bevölkerung in Afrika getan. Heilige Mutter Gottes. Auf jeden Fall Respekt für solche krassen Aktionen. Das ist solche Like-Scheiße. Like, wenn du dafür bist. Kommentier, wenn du dagegen bist. Was weiß ich. Boah, da denkt man sich auch so, Junge, Alter, halt doch mal die Fresse. Halt doch mal die Fresse mit solchen Beiträgen, ja? Dann tu doch mal was. Anstatt 100.000 Mal am Tag zu posten, dieser Hund wurde geschlagen, diese Ratte wurde geschlagen, dieses Kaninchen wurde enthauptet. Dann tu doch mal was dagegen, Alter. Ohne Witz, aber tu nicht so, als wärst du irgendwie voll auf Mitleid aus und so ein Mist. So, oh Leute, das ist voll schade, was da passiert. Das kann doch nicht wahr sein. Aber hey, ich trage trotzdem meine Kleidung, die in Ländern fertiggestellt wurde oder hergestellt wurde, von Leuten, die 16 Stunden oder so am Tag arbeiten und Selbstmord begehen und so ein Scheiß. Ja, das ist okay, ne? Das ist okay. Aber wenn so ein Hund geschlagen wird, nö, da hört's auf. Und dann sind die Leute so richtig so, boah, in Rage, ne? Da gibt's so Leute, die so sagen, boah, den Besitzer, ja, den würde ich umbringen. Den würde ich sofort umbringen, wenn ich den sehen würde. Den würde ich zusammenschlagen, den Typen. Weißt du, wo man sich auch so denkt, interessant. Also der Typ schlägt einen Hund, ja, und du willst ihn umbringen. Ich weiß jetzt nicht, was moralisch verwerflicher ist. Also einen Hund zu schlagen oder den Typen, der den Hund geschlagen hat, zu enthaupten. Lasst uns mal überlegen. Alter, wo man sich so denkt, ja, es ist super, ja, das sind so die Probleme, die Menschheit heutzutage hat. Ja, nicht irgendwie eine Kluft zwischen Arm und Reich oder sonst was, nein. Hunde, die geschlagen werden, das sind die Probleme. Und das wird dann auf Facebook geteilt, um wirklich was dagegen zu machen. Likes sammeln, ja, das ist super, ne? Das hilft auf jeden Fall. Zum Beispiel... Like, wenn du Flüchtlingen helfen würdest. 100.000 Likes. Und wer hilft von denen? Nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Aber jeder denkt sich so, ich habe was getan. Ich habe geliked. Ja, mehr kann ich nicht tun.
Mehr steht nicht in meiner Macht, ja? Ich habe schon alles Menschenerdenkliche getan. Ich habe einen Post auf Facebook geliked. Das ist auch echt, also ich verstehe nicht, wie Leute, das weiß ich wirklich nicht. Ich kann es nicht verstehen, wie Leute die ganze Zeit an Facebook kleben und mehrere Stunden auf dieser Plattform verbringen, ja? Ich verbringe vielleicht mehrere Stunden auf Facebook, verteilt auf 3 Monate, wenn es überhaupt mehrere Stunden sind. Ich würde mal einfach sagen, das ist maximal eine Stunde oder so, die ich in 2-3 Monaten auf dieser Plattform bin, um einfach mal ganz kurz so zu checken. Aha, interessant, 100.000 neue Beiträge, okay, klick mal ganz schnell durch, damit die scheiß Zahl verschwindet und dann bin ich wieder weg von der Plattform. Ich, so ehrlich, Facebook pisst mich einfach so hart an. Ich hatte mal ja eine Fanpage und dachte mir mal so vor kurzem auch wieder so, ja, komm, ich kann sie mal aktiver vielleicht gestalten, aber ich habe echt nach einer relativ kurzen Zeit bemerkt, ich habe einfach keinen Bock auf Facebook und so, ja, weil ich mir so dachte, Alter, komm ey, so ein Scheiße. Ja, wenn ich diese Seite mehr oder weniger verwalten will, dann muss ich ja trotzdem irgendwie an diesen Postings vorbei und auf so einen Scheiß habe ich einfach keinen Bock. Und ja, seitdem benutze ich einfach nur Twitter. Und das auch nicht wirklich aktiv. Naja, vor kurzem auch wieder Instagram. Zum zweiten Mal, Leute, in diesem Video. Na, checkt aus. Nee, aber auf jeden Fall, das ist echt so eine Challenge gewesen, wo ich mir so dachte, was soll denn der Scheiß, ja? Was soll denn der Scheiß? Oder Eisbucket-Challenge, ja? Eisbucket-Challenge. Ich weiß zwar nicht, welcher Horst auf die Idee gekommen ist, zu sagen, wenn jemand das nicht innerhalb von so und so vielen Stunden macht, dann muss man 100 Euro zahlen. Interessant. Es ist auf jeden Fall klar, natürlich. Ja, das ist, ja, auf jeden Fall schon okay. Das ist so, als würdest du eine Challenge nehmen, spende mir in den nächsten 24 Stunden 1 Million Euro. Und wenn du das nicht machst, dann musst du mir innerhalb von 72 Stunden 3 Millionen spenden, ne? Das ist genau dieselbe Logik dahinter. Und die Leute nehmen sowas auch noch ernst. Wenn du das nicht machst, dann kommen die Leute an und sagen, hey, du hast das nicht gemacht, jetzt musst du irgendwie 100 Dollar spenden oder so. Wo ich mir so denke, okay, ich verstehe. Nö, nicht wirklich. Ja, und dann machen das die Leute nicht um irgendwie, ich frage mich auch, was das bringt, ja. Aufmerksamkeit erregen für irgendwas so, ne. Also, dass da ein bisschen Aufklärung betrieben wird, dagegen habe ich ja nichts, ja? Dagegen habe ich ja nichts. Aber wie das dann gehypt wird, dieses Thema, ja? Unfassbar. Gott sei Dank gibt es auch noch Leute, die sich so dachten, ja, Moment mal, Freunde. Also, das bringt jetzt auch nichts, wenn irgendwie die ganze Menschheit auf sowas abfährt, sich Wasser über den Kopf schüttet. Ich meine mal, was bringt denn das bitte? Bringt das die Menschheit wirklich weiter? Hilft das den Leuten wirklich weiter, die daran leiden? Hilft es denen, wenn man sich ein Eisbucket über den Kopf zieht, ja? Bringt das irgendwie Weltfrieden? Schafft das den Hunger aus der Welt? Ich meine mal, das muss man sich mal vorstellen. Die Leute schütten sich einen Eimer Wasser über den Kopf und denken, sie hätten den Planeten zu einem besseren Ort gemacht. Wo ich mir so denke, Alter, also das ist so wirklich Generation Facebook, ja? Wo man sich so denkt, man könnte über ein Video den ganzen Planeten retten, obwohl man eigentlich nichts macht, außer den Boden unter sich zu bewässern. Herzlichen Glückwunsch. Das ist so, als würde man irgendwie eine Torte fressen, um gegen Hunger anzukämpfen. Ja, das stellt euch mal vor, der nächste Trend so, da stellen sich Leute vor die Kamera und sagen, hey Leute, wir kämpfen heute mal gegen den Hunger in der Welt und essen jetzt mal eine Torte. Ja, okay. Also, damit hat man auf jeden Fall was gerissen. Super. Der Typ, der sollte den Friedensnobelpreis bekommen. Am besten sollte man gleich irgendwelchen Politikern oder sonst welchen Leuten Friedensnobelpreise in die Hand drücken, die auch noch Kriege führen, ja? Die machen den Planeten zu einem besseren Ort, indem sie böse Leute wegbomben. Ja, das ist Frieden. Falls ihr das nicht verstanden habt, ist okay. Ich nehme euch das nicht übel. Ja, auf jeden Fall. Ich könnte mich über so eine Scheiße aufregen. Jetzt würden sich natürlich die Leute denken, ja, und was machst du? Ja. Und da will ich ehrlich sein, ich mache natürlich auch nichts, ja. Aber ich tue nicht so, als wäre ich irgendwie der Heiligste unter den ganzen Facebook-Jüngern oder so ein Scheiß, ja. Der für die Gerechtigkeit
auf der ganzen Welt kämpft, indem er jede Challenge mitmacht, um auf irgendwas aufmerksam zu machen. Da gab es doch irgend so eine Brustkrebs-Challenge. War das mit der Cola-Dings oder so? Ich weiß es echt nicht. Oder haben sie einfach nur ihre Titten gezeigt? Nee, ich weiß nicht. Irgendwie gab es auch so eine Brustkrebs-Challenge-Dings. Ja, das hilft den Leuten natürlich auch weiter, ne? Wenn du irgendwie deine Brüste abfotografierst, das besiegt den Krebs. Weltweit. Jede Art von Krebs wird sofort dadurch bekämpft, indem Leute Tittenbilder ins Internet stellen. Ohne Spaß. Das bringt die Menschheit weiter. Wirklich. Hut ab. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wir befördern alles Mögliche ins All. Aber nutzen noch Atomkraft. Alles klar. Und besiegen Krankheiten und sonst was mit Wasser und Titten. Ja, super. Ich würde sagen, wir haben eine rosige Zukunft. Also wenn nicht der dritte Weltkrieg ausbricht, dann singen wir demnächst, dass wir alle schön verstrahlt sind. Naja, die Frage ist eher, wann gibt es jetzt wirklich mal so einen Atomausstieg, ne? Das Witzige ist, dadurch kommen natürlich wichtigere Themen gar nicht in den Fokus, weil jeder ist abgelenkt mit irgendeiner beschissenen Challenge. Und die wichtigen Fragen, ja, und die eigentlichen wichtigen Themen, die Leute interessieren sollten, die fallen natürlich weg, weil niemand hat dann irgendwie Zeit oder denkt sich so, ach, das ist ja nicht cool, da kann man ja keine Challenge dazu machen. Nee, das ist nicht so wichtig. Da kannst du nicht irgendwie damit einen Hype abbekommen oder so. Nee, also das lohnt sich nicht, ja, das lohnt sich nicht. Wenn du das nicht in ein 7-Sekunden-Video verpacken kannst, dann lohnt sich das auch nicht, ja, so ähnlich. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, das also zu den Challenges. Rignon, ist ja...